Und das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Sparta! So Leute, der letzte Part. Und ich hoffe, dass mein Festplatte das jetzt mitmacht. Ich hatte 38 Gig noch drauf, glaube ich. Da ist noch mein Mass Effect LP noch drauf. Und nochmal drei Parts mit der Panzerelite, beziehungsweise COH. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht. Das müssen um die 30 sein. Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's nicht. Je nachdem muss ich deswegen nochmal neu machen. Ich hoffe mal nicht. So, ich habe jetzt versäumt, in die Mitte zu schießen, weil ich gar nicht dran gedacht habe. Aber egal. Dafür ist die vordere Stellung voll im Arsch. Und an sich, wir müssen nur ein bisschen vorrücken. Wenn nicht... Verdammt, ich bin sowas von dem Arsch. Guck mal, die ergeben sich jetzt schon. Also die ergeben sich wieder. Man muss nur ein bisschen Druck machen, das war's schon. Aber ganz ehrlich, ich hätte es vielleicht noch in diesem letzten Part schaffen können. Boah, Panzerabwehr. Boah, der benutzt meine Panzerabwehrgewehre. Ich habe gesagt, die Pack angreifen. Deswegen wollte ich die Mitte beschießen, ey. Warum habe ich es nicht getan? Lol, das hab ich auch noch nicht gehabt. Ey, der eine Typ da, ey, der eigentlich alles erzählt. Der Hauptmannberger, da war im Nebel drin. Im Nebel. Ja, oh, ich sag schon wieder Nebel. Im Wirbel. Lol, das hab ich auch noch nicht, dass es skriptet wird, dass er dann da tot ist. Lol. Egal, so, jetzt kommt mein Infanterie ins Spiel. Den Wirbel lasse ich mal zurück, falls was passiert. Da gibt's noch einen fetten Artilleriebeschuss. Oh, ihr seid so down, wenn jetzt meine Infanterie kommt. Muss man die Marke besetzen? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall müssen sich die alle ergeben. Da muss man nur immensen Druck machen. Also richtig mit Panzer, mit Artillerie, mit Infanterie. Man muss richtig brutal vorgehen fast. Damit die wirklich denken, auch meine Fresse. Wie will ich denn das schaffen? So, also radikal. Jawohl, wir müssen mit dem Panzerwagen die ganze Infanterie draufballern. Das hilft immer. So, da hat man ein Panzerabwehrgeschütz überlebt. Ah, jetzt mal die Pack angreifen. Mit Pax eliminieren, damit ihre Chancen auf die Panzerabwehr sinken. Und eigentlich schon auf Null sind, weil Mörser machen ja keinen Schaden auf Panzer. Lol, ey, die Gesundheit ist sowas von niedrig, ey, aber immer noch halten sie das Ding, wo es endet. Jetzt ist Schluss. Sektartillerie kann ich auch da machen, was auch mir gehört. So, ich versuche einfach mal nur die Siegesmarke zu besetzen. Vielleicht funktioniert es. Muss ja funktionieren. Da müssen wir aufgeben. Nun gucke ich nochmal hin, schnell rein, falls irgendwo um die Ecke noch ein kritischer Panzer kommt. Ja, das war's. Die verbliebenen feindlichen Einheiten haben sich ergeben. Das war's. Ausgezeichnete Arbeit, Kampfgruppe Leer. Lol, da hauen noch ein paar ab. Market Garden gibt es nicht mehr. Jawohl, das war die Panzerelite. Die wollte ich jetzt unbedingt durchhaben, deswegen gab es auch so viele Teile jetzt vom COH. Und wir genießen Abspann der Panzerelite. Thank you.
wird nicht leicht, das Mutter beizubringen. Ich sollte doch auf dich aufpassen, Bruder. Du hattest recht. Was tun wir hier nur? Ja, wir haben es geschafft. Obwohl ich anscheinend mein Kreuz verloren habe. Ich habe einen Freund, Bruder und ein Zuhause verloren. Verstehen Sie, ich kann mich gerade nicht freuen. Oh ja, mein Beileid. Kämpfen Sie für sein Andenken. Aldrich starb für sein Vaterland. Glauben Sie denn wirklich, dass wir immer noch eine Heimat haben? Ich weiß nicht. Das können nur die Götter beantworten. Das war übrigens Generalmajor Force. Und den Namen solltet ihr vielleicht euch ein bisschen merken, denn der kommt bald nochmal vor. Das dauert aber noch einmal. So, das 30. Korps wurde nur 9,4 Kilometer vor Arnheim und der Brücke über den Rhein nach Deutschland führt gestoppt. Der Fluss sollte bis zum März 1945 ein unüberwindbares Hindernis für die Alliierten sein. Muss man sich mal vorstellen, die waren echt so dumm, darüber zu kommen. Innerhalb eines Jahres brach das Regime, das Deutschland kontrollierte, zusammen und der Krieg in Europa ging zu Ende. Wolfgang Berger starb 1989, nachdem der Krieg überwunden wurde, im Wohnsitz seiner Familie in München. So, das war's. Auf jeden Fall, da sind ein paar Personen dabei, habt ihr ja gesehen, die gab's wirklich. Und wir haben die Panzerelite abgeschlossen. Geil, das ist die zweite Kampagne, die wir durchhaben. Und dafür wird uns das Eiserne Kreuz verliehen. Mit fetten Hakenkreuz, ey. Diese Skin-Mod, die ich da immer noch drauf habe, ey. So, das Team wollen wir eigentlich noch nicht sehen, weil wir sind eigentlich noch nicht wirklich durch. So, wir haben jetzt die ersten beiden durch. Jetzt kommt die dritte, Befreiung von Caen. Das ist die britische. Da können wir noch den Anspann sehen. Und da kommen noch die drei Mini-Kampagnen. Die gehen deutlich schneller. So, wir fangen an, Befreiung von Caen. Ah, mit der zweiten britischen Armee, so ist es. Mit Outline, Bodycam Boys. Hört sich komisch an. Mal gucken, worum es geht. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder zu Beginn der Operation Market Garden, wollte ich schon sagen. Klar, Operation Overlord, also den D-Day. Und das große Ziel dieser Kampagne, habt ihr vielleicht schon gelesen, ist die Befreiung von Caen. Das ist die Stadt da in der Normandie unter den blauen Pfeilen. Und, ja, mal gucken, was die Briten sich so einander erzählen. Sie wissen noch nicht, dass sie heute verloren haben. Ich muss immer wieder erwähnen. Aber jetzt halte ich erstmal meine Fresse. Major Blackmore hält drauf, bis sein Magazin leer ist und merkt, scheiße, da ist noch einer übrig. Er hechtet rüber zu Mom Jerry, nimmt das Bajonett. Zwei Schnitte. Hat nicht mal den Dudelsack verloren. Die Briten sind schon so ein stolzes Volk in Sachen Krieg. Haben schon gute Soldaten gehabt, aber na, man sieht schon, ein bisschen unvorsichtig. Den Franzosen wurde ganz schön zugesetzt. Wir haben die in 0,0 nach Paris zurückgedrängt. Wichser. Dafür brauchen wir einen Tag. Der General sagt, Caen sei nicht weit weg. Na, ein Tag für Paris. Wo lebt ihr denn? Verdammte Deutsche. Dann wollen wir mal. Captain Cutting, in Zukunft sollte ich die Gegend wohl besser selbst aufklären. Macht mehr Sinn. Das dritte Bataillon soll sich zurückziehen und eingraben. Das Hauptquartier sichern. Boudica, erledigt den Panther. Rückzug, eingraben, Hauptquartier schützen. Wiederhole. Keine Sorge, die Götter haben geantwortet. Sind sie Deutschen? Rückzug, eingraben.
eingraben und das Hauptquartier. Ey, jetzt treib's nicht so in die Länge, der Part ist gleich vorbei. Hier, genau, zeig ihnen seine verwundbare Seite. So, Fresse. Also, nochmal so für nebenbei, so vielleicht für zwischendurch Info. Der Strandabschnitt der Briten war deutlich leichter zu verteidigen. Deutlich leichter zu stürmen, weil die Deutschen nicht so stark waren. Und oh Gott, ich muss noch ein bisschen zocken. Sorry, das könnt ihr vielleicht nicht sehen, weil ich es gerade nicht speichern kann. Obwohl, ich beende hier einfach den Part und mache das Mission nochmal von neu. Sieht, verpasst hier nichts. So, ciao, Leute.